Machen wir uns Gedanken über die Patientinnen und Patienten. Genau, also im Übrigen, das ist der Kern des Ganzen. Und ich finde es gut, der Ecki hat ja angefangen in der Diskussion, hat gesagt, in Deutschland, wir geben so viel Geld aus für Gesundheit und die Ergebnisse sind nicht die besten. Und meine Lieblingszahl, das ist in dem Zusammenhang die 7. Die 7, das ist nämlich die Anzahl der Arztbesuche in Schweden im Raum Stockholm. Die gehen 7-mal im Jahr zum Arzt und sie leben länger als die Deutschen. Wie oft gehen wir zum Arzt? Frau Pfeiffer, wissen Sie es? Also wir gehen im Durchschnitt 17 Mal zum Arzt in Deutschland. Und wie gesagt, wir sterben früher als die Schweden. Das ist eigentlich die Haupttriebfeder, warum ich sage, wir müssen was tun. Weil dieses Verhältnis, das stimmt ja nicht. Das heißt, die Anzahl der Arztbesuche und die Ausgaben sind nicht unbedingt ein Qualitätsfaktor. Und wie kriegen wir es jetzt hin, dass am Ende die Outcomes besser sind, am besten sogar noch mit weniger Aufwand, indem wir zum Beispiel schauen, dass die relevanten Daten nächstes Jahr in die HEPA für alle kommen, dass wir im Idealfall Labordaten nur einmal erheben, dass Arztbesuche unnötig werden, dass wir Therapien auf das fokussieren, was wirklich für die Outcomes gebraucht wird. Und das ist am Ende gut für die Patientinnen und Patienten und es ist gut, weil es unsere Ressourcen, die knappen Ressourcen im System spart. Und ich will noch ein zweites konkretes Beispiel machen, was bei der EPA für alle von Tag 1 mit drin sein wird. Wir werden nämlich anfangen, alle Daten zum Thema Medikation strukturiert, automatisiert in die EPA einzustellen. Und damit können wir von Anfang an bei Millionen von Menschen in Deutschland, die mehrere Medikamente regelmäßig einnehmen, automatisiert checken, ob es ungewollte Wechselwirkungen gibt. Das ist ein ganz konkreter Use Case, der Mehrwerte für die Menschen schaffen wird. Und solche Use Cases werden wir Schritt für Schritt jedes Jahr in der EPA hinzufügen. Und noch ein Satz zu dem, was Herr Meyerhofer eben gesagt hat. Natürlich wird die EPA für alle nicht vom ersten Tag an alles können, was wir uns wünschen. Absolut richtig. Aber Herr Meyerhofer, wir beide wissen, wie IT-Projekte gehen. Das ist im Regelfall nie der Fall, dass man schon am Tag 1 mit der perfekten Lösung da ist. Wichtig ist, dass wir jetzt anfangen, dass wir konkrete Mehrwerte generieren und jedes Jahr das ein Stück besser machen. Das muss der Ansatz sein, den wir verfolgen. Danke. Ich weiß, dass Frau Pfeiffer und Frau Dula den ganzen Tag an Patientinnen und Patienten denken. Und ich finde, die EBA ist tatsächlich auch das erste Mal, dass Patienten eine eigene Software in die Hand bekommen, sozusagen Teilnehmer dieses Spiels sind und nicht den Briefträger ihres eigenen Klassbriefes. Das ist ja schon mal eine wesentliche Nachricht dabei. Da arbeiten wir dran, aber wir können schlecht die 360 Tage, wo der Patient nicht bei uns ist, dafür sorgen, dass er sich gesund ernährt, gesund lebt, sich viel bewegt, Sport macht und so weiter. Ja? Also insofern, diese Vergleiche hinken natürlich immer ein bisschen, das müssen wir sagen, ganz so einfach ist es nicht, aber dass wir darauf achten müssen, wie wir unsere Fachkräfte sinnvoll einsetzen. Ich glaube, das habe ich auch nicht behauptet. Also. Aus Klang, so eine 7-8-Besuche und so. Also, hängt ganz viel dran, aber es ist richtig, wir werden mit dem Fachkräftemangel der Zukunft das so nicht mehr machen können und wir werden auch die Bürokratie, die wir haben, genau wie Sie sagen, die werden wir so nicht mehr erfüllen können. Und ich glaube, derjenige Gesundheitsminister, der das wirklich in die Hand nimmt, der wird der Held aller derer, die in der Versorgung tätig sind, auch der Pflege.